Hallo ihr Lieben. Ja, ich mache jetzt mit bei diesem Tag meine 10 Lieblingsnagellacke. Aber ich kann leider irgendwie diese 10 nicht einhalten. Ich habe es versucht. Aber irgendwie sind es 13. Blöde Zahl, aber es sind 13. Also das heißt, ich habe jetzt 13 Lieblingsnagellacke. Und die würde ich euch jetzt auch zeigen. Ich habe sie auch auf den Nägeln. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach langsam Stück für Stück durch und dann mal gucken. Ich bin gerade noch etwas müde, weil ich gerade aufgestanden bin und fühle mich gerade noch irgendwie, ich hätte nicht wieder ins Bett legen, weiter schlafen, aber nein, ich mache jetzt das Video für euch. Also, ich fange an mit meiner bunten Hand. Ihr seht es schon, ich habe sortiert zwischen bunt und eher so dezent bis lila. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Also, einer meiner Lieblingsnagellacke, also ich bin echt noch müde, also ich kann gerade noch überhaupt nicht denken und nicht reden, ist dieser Cute as Hell aus der Essence LE. Und der ist so sehr hellgelb. Ich finde, das sieht aus ein bisschen wie Tippex mit ein bisschen Gelb drin. Ich habe ihn eben auf dem Daumennagel. Er wirft leider Bläschen manchmal und ich habe ihn auch reingedatscht, wie ihr seht. Aber naja, kommt nachher eh wieder runter. Also das ist der Cute as Hell, das ist eben einer. Ach, die sind jetzt übrigens nicht irgendwie sortiert nach mag ich am liebsten, mag ich nicht, sondern einfach nur nach Farbe. Machen wir weiter. Nee, falsch. Dann meinen Alessandro Lack. Den kennt ihr ja auch schon aus diversen Videos. Also, dieser Zeigefinger, das ist dieser Alessandro-Lack, und dann hatte ich eben in den letzten Videos, in einigen Videos hatte ich den drauf, und den mag ich sehr gern. Der ist eben so orange mit leichtem Aprikostich und nennt sich Clementine, also den finde ich ganz hübsch. Ach ja, der gelbe hieß Naughty but Nice, also die Nummer 01, das war der erste, habe ich vergessen zu sagen. Dann machen wir weiter. Also Sarah, du siehst, deine Lacke kommt sofort in meine Top 10 oder 13. Aber ich finde die toll. Also, die sind einfach hübsch. Und das ist auch der hier. Das ist dieser hier, Aprikot von Emily. Und das ist dieser hier. Also dieser auf dem Mittelfinger. Und wenn wir schon gleich dabei sind, deswegen sind es auch 13, weil ich etwas getrickst habe. Ich habe ja nur 10 Finger, das wisst ihr ja. Oder ich hoffe, dass ihr das wisst. Aber ich habe eben meinen Lieblings-Stamping-Lack, also das ist eben dieser weiße von P2, dieser French Manicure. Den liebe ich zum Stampen, weil der absolut gut pigmentiert und deckt, also pigmentiert ist und deckt. Und deswegen finde ich den einfach super toll und deswegen ist das jetzt auch einer meiner Favoriten. Und den habe ich eben auf diesem nur schnell drauf gestampt, damit ihr das auch sehen könnt, dass der echt super deckt. Also ist nur ganz schnell drauf gestampt. Naja, ich finde den sehr schön. Dann geht's weiter. Wieder ein Emily Lack. Wieder von Sarah. Danke. Und zwar ist es der Lavender. Auch von Emily. Und das ist dann dieser hier. Ich habe jetzt leider relativ dreifige Fingernägel und keinen Unterlack, also deswegen sieht man da jetzt große Streifen. Aber ich denke, mit Unterlack wäre der bestimmt noch viel schöner. Ja genau, Grundinfo, ich habe alle zweimal aufgetragen, alle Lacke, außer auf dieser Hand. Also auf der Hand wurde alles nur zweimal aufgetragen und das hat eigentlich völlig ausgereicht, wie ihr seht. Genau, dann machen wir weiter mit dem letzten auf der linken Hand, das ist von Catrice. Die Nummer 240, Sold Out Forever. Also Sold Out Forever jetzt. Und das ist dieser hier. Und ich finde den ganz toll und das ist eben der auf dem kleinen Nagel. Und wie ihr jetzt bestimmt auch schon gleich bemerkt, sind da auch wieder zwei Lacke drauf. Und zwar der von Manhattan, leider eine limitierte Edition. Das ist blöd. Limit Edition oder limitierte Edition. Also man sollte nicht Deutsch und Englisch mischen. also das ist eben von Manhattan. Und hat
die Nummer 305. Und das ist so ein Weiß mit goldenem Schimmer. Und ich finde den absolut schön. Und der schimmert eben ganz stark. Und seht ihr das? Das sieht super aus. Und das ist, den trage ich halt eben meistens irgendwo drüber. Wie jetzt auch in dem Fall. Also hier seht ihr das ganz gut. Das ist eben so ein Schimmer über den Farben gibt. Und deswegen ist der auch unter den 10, beziehungsweise dann 13. Das ist nicht auch so ein Tricklack von mir gewesen, warum das 13 sind.